In diesem Video möchte ich einfach mal darüber sprechen, was diese ganze Corona-Situation aktuell wirklich mit den Schülern macht, was es vor allem auch für einen Effekt auf Abiturienten hat und was für ganz große Probleme ich in dieser Hinsicht sehe. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und dieses Video soll vor allem für euch einfach mal eine Plattform bieten, dass wir uns über dieses Thema mit Corona einfach auch mal in Bezug auf die Schule ganz, ganz stark austauschen können. Ja, weil immer, wenn ich Videos dazu mache, merke ich, okay, da ist sehr viel Redebedarf von euch da. Da ist Interesse da. Ihr wollt darüber sprechen und vor allem möchtet ihr euch auch eure Meinung kundtun. Das finde ich eine extrem positive Sache, die ich gerne auch unterstützen möchte. Dementsprechend, ich werde hier einige wertvolle Punkte von meiner Seite sagen, ja, aber es interessiert mich mindestens genauso auch, wie seht ihr die ganze aktuelle Lage. Ja, deswegen nutzt dafür gerne die Kommentare, teilt meine Meinung gerne auch sehr, sehr lange. Ich werde mir das alles auch durchlesen und da wirklich auch mit euch interagieren, weil es mich persönlich natürlich auch stark interessiert, was gerade bei euch vorgeht. Ja, der Grund auch, warum ich dieses Video mache und warum ich auch jetzt einiges dazu sagen möchte, ist, weil ich glaube, ich das Gefühl habe, dass ich wahrscheinlich mit zu den Personen gehöre, die mit am meisten im Kontakt, und damit meine ich nicht nur oberflächlich, sondern wirklich auch in der Tiefe mit Schülern aktuell stehen. Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Eltern in Deutschland, die sich da natürlich auch mit ihren Kindern austauschen, vollkommen logisch, ja, aber gerade was auf emotionaler Ebene und auch hinsichtlich des Lernfortschrittes den Schüler gerade belastet, ja, sehe ich mich als eine der wenigen Personen, die da in Bezug auf diese Zielgruppe auch richtig viel dazu sagen kann. Ja, wir betreuen eine dreistellige Anzahl an Coaching-Teilnehmern aktuell und da bekomme ich natürlich aus jedem Bundesland, von jedem Niveau von Schülern in Bezug auf die Leistung, verschiedene Schülertypen, Menschentypen, männlich, weiblich, was natürlich einfach viele, viele unterschiedliche Komponenten auch hat, einfach sehr, sehr viel mit. Ja, natürlich auch bei euch in den YouTube-Kommentaren. Ich denke, das ist einfach ein wichtiges Thema, das darüber gesprochen wird, weil ich persönlich, muss ich sagen, habe das Gefühl, es geht aktuell, wenn es um die Politik geht, und da will ich jetzt, sage ich mal, auch gar nicht zu tief reingehen, trotzdem möchte ich auch meine Meinung kundtun, einfach darum, einfach immer nur einzudämmen. Ja? Was ich ja auch nachvollziehen kann, weil Gesundheit ist die allerhöchste Priorität. Ja? Aber ich möchte auf zwei entscheidende Punkte eingehen, die man, glaube ich, auch aus Sicht der Politik und so weiter, wenn es um die Abi-Prüfungen, auf gar keinen Fall vernachlässigen sollte. Ja, das eine sind auf der einen Seite die Schüler, die wirklich noch richtig was im Abitur machen wollen, denen ihr Abitur richtig wichtig ist, die sehr viel auch gelernt haben und die auch unbedingt ihre Abiturprüfung schreiben wollen. Ja, und auf der anderen Seite aber auch die Schüler, die sagen, hey, ich möchte meine Abi-Prüfungen nicht schreiben. Ich habe beispielsweise auch Personen, wir haben zum Beispiel jemanden bei uns im Coaching, da ist es so, dass ein Familienmitglied wirklich sehr, sehr stark zur Risikogruppe zählt und dementsprechend überlegt der oder die Coaching-Teilnehmer /in, ja, ich möchte das Ganze so anonym wie möglich halten, auch darüber zum Beispiel die Abiturprüfungen in diesem Jahr gar nicht anzutreten, nur um möglichst sicher zu gehen, dass da eben auch keine möglichen Viren in den Haushalt gebracht werden. Ja, und das ist natürlich auch einfach ein sehr, sehr, auch in der Kombination, auch wenn man diese beiden Arten von Schülern in der aktuellen Situation betrachtet, natürlich auch ein riesengroßes Dilemma. Ja, weil auf der einen Seite kann ich besser als jeder andere wahrscheinlich einfach auch nachvollziehen, natürlich auch viele von euch, ihr wisst ja selbst, wie es ist, wenn man halt eben wirklich sagt, okay, ich will meine Abi-Prüfung schreiben, ich will da richtig gut sein, ich will nochmal richtig was rausholen, weil ich unbedingt diesen Ziel erreichen möchte, ja, und auf der anderen Seite kann man natürlich auch diejenigen nachvollziehen, die entweder aus persönlichen gesundheitlichen Gründen, auch wenn ich da sagen muss, es macht ja sehr stark den Anschein, dass, sag ich mal, die Krankheit jetzt für einen persönlich als junger Mensch, wenn man keine Vorerkrankungen oder andere Probleme mit der Lunge hat, nicht so eine große Gefahr darstellt. Nichtsdestotrotz man aber entweder aus persönlichen gesundheitlichen Gründen oder natürlich auch mit Hinsicht auf die eigene Familie, man sagen möchte, hey, ich möchte da möglichst sicher bleiben. Ja? Und das ist einfach ein wahnsinnig großes Dilemma. Nur eine Sache finde ich relativ schwierig, wo man in meiner Wahrnehmung aber auch der Politik nicht unbedingt so einen großen Vorwurf machen kann, weil ich bin eine Person, die immer sehr viel Empathie hat und einfach auch sehr gut es schafft, aus vielen verschiedenen Perspektiven auf so eine Situation drauf zu schauen. Weil was, glaube ich, das allergrößte Problem für viele Schüler sind, ist einfach diese Ungewissheit.
Ja, ich bin ja sehr intensiv eben immer auch mit den Schülern auch im Austausch. Und was wirklich ein ganz, ganz großer Punkt, glaube ich, für euch ist, ist, dass ihr einfach nicht zu 100% wisst, was ist Sache. Ja, es wurde in den letzten Wochen immer wieder neue Sachen bestimmt, wie etwa, okay, Abi-Prüfungen sollen auf jeden Fall stattfinden oder Abi-Prüfungen werden definitiv verschoben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, vor 5 Wochen hätte das auch noch keiner gedacht. Vor 8 Wochen hätte keiner gedacht, was dann kam. Ja? Dementsprechend weiß man halt auch jetzt nicht, was ich halt immer auch wieder von unseren Teilnehmern zu hören bekommen ist. Ja, schon, kann ja sein, dass es jetzt das aktuelle Update war. Aber was ist, wenn es in 2 Wochen schlimmer wird und es dann auf einmal doch heißt, wir verschieben es nochmal oder Abi-Prüfung findet gar nicht statt oder wie auch immer. Ja, und das finde ich eigentlich, glaube ich, ist mit das größte Problem. Weil natürlich ist die Lage so, dass man sich an vielen, vielen Stellen gerade für die Schüler wünschen würde, okay, hey, irgendwie wäre es ja cool, wenn man da irgendwie mehr Unterstützung von den Lehrern bekommen würde. Irgendwie wäre es natürlich cool, wenn man einfach auch noch einen letzten Schultag haben hätte können. Mottowochen sind ausgefallen. Das sind ja alles Highlights, auf die viele ja 10, 12, 13 Jahre hinfiebern. Und wenn das ausfällt, ist das natürlich super schade, weil ich denke, die Abiturvorbereitung ist an sich schon anspruchsvoll genug. Ja, und dann, natürlich, wenn dann die Feierlichkeiten, die einen da ja natürlich auch noch stark motiviert haben, dann wegfallen, ist das natürlich super blöd. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Faktoren, die in der aktuellen Situation, in meiner Wahrnehmung die Schüler diesem Jahrgang definitiv benachteiligen. Aber ich glaube, der allergrößte Punkt, weil ich glaube, damit haben sich mittlerweile viele abgefunden, auch wenn es schwer war. Ja, aber das Entscheidende ist jetzt, glaube ich, einfach, dass halt Klarheit für die Schüler geschafft wird. Weil es ist sowieso schon so schwierig, sich alleine daheim zu motivieren, ohne die Freunde, ohne die Lehrer. Und dann, wenn ich mir denke, okay, ich versuche jetzt zu lernen, aber dann habe ich im Hinterkopf immer noch, was, wenn die Abi-Prüfung nochmal verschoben wird? Ja, und ich jetzt gerade schöne Wetter hätte genießen sollen. Was ist, wenn die Abi-Prüfungen gar nicht mehr stattfinden? Ja, glaube ich persönlich nicht. Fände ich persönlich auch gut, wenn sie noch stattfinden würden, aber halt eben auch nur so lange eben auch die andere Seite, und zwar die Schüler, die eben wirklich auch sagen, hey, ganz ehrlich, bei mir ist es einfach so, dass ich nicht schreiben möchte. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir einfach langsam wünschen, dass es da eine klare Lösung gibt, ja, die vielleicht einfach auch mal so flexibel ist wie die Situation selbst. Weil natürlich ist es aktuell extrem schwierig, einfach eine konkrete finale Aussage zu treffen, wie garantiert schreiben alle Bundesländer da, da und da und da die Abi-Prüfungen. Ja, weil man weiß nicht, wie die Lage sich weiterentwickelt. Genauso fände ich es aber auch ein bisschen schwachsinnig zu sagen, oh, es ist unklar, deswegen lässt man alles komplett ausfallen. Ja, und was ich mir da einfach wieder mehr wünschen würde, ist einfach auch ein bisschen mehr Wahlfreiheit. Ja, wenn ich für mich sage, ich möchte die Abi-Prüfungen schreiben, habe ich in meiner Wahrnehmung auch in der aktuellen Situation auf jeden Fall ein Recht darauf, diese Abi-Prüfungen in irgendeiner Form zu schreiben. Ja, weil Gesundheit ist ein sehr wichtiges Gut, da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Nichtsdestotrotz, für ein Abitur lerne ich 12 Jahre, manchmal auch 13 Jahre, und ist einfach ein sehr wegweisender Meilenstein in Bezug auf meine Zukunft. Das ist ja ungefähr so, wie zu sagen, keine Ahnung, ich mach ein Studium nicht oder mein Beruf wird nicht mehr anerkannt oder wie auch immer. Das ist ja nichts, was man einfach mal sagen kann, so, findet halt dann nicht statt. Ja? Oder gut, alle anderen hatten die Möglichkeiten, durch die Abiturprüfung nochmal richtig was rauszuholen. Du hast jetzt leider deine 4 Halbjahre gehabt, das ist halt jetzt deine Note. Ja? Tut mir leid. Ja, ich finde, das ist auf der einen Seite keine Lösung, auf der anderen Seite aber auch, muss ich auch ganz klar sagen, wenn jemand sich partout weigert, entweder aus persönlichen Gründen oder eben auch mit Hinblick auf seine Familie, Abiturprüfung in diesem Jahr nicht zu schreiben, sollte auch das vollkommen sein Recht sein. Ja? Wie man das jetzt natürlich im Detail, ja, abwickelt, wie man das schafft, vielleicht den einen zu ermöglichen, den anderen nicht, wie auch immer, und was natürlich da auch die rechtlichen Details sind, da bin ich natürlich kein Experte. Ja? Aber ich möchte das einfach nur als Impuls von meiner Seite aus mitgeben, weil ich glaube, dass diese Seite einfach auch diese emotionale, soziale und psychische Belastung für die Schüler oft gar nicht so stark durchkommt in den Berichten. Das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Und vor allem möchte ich euch als Schülern eben einfach auch eine Grundlage schaffen, ja? Dass ihr eben, wenn ihr sagt, okay, hey, ich will mich einfach mal austauschen, ich meine, hier sind auch in den Kommentaren immer viele Gleichgesinnte, dann nutzt eben gerne auch dieses YouTube-Video und schreibt mir gerne auch eure Fragen hier unten in die Kommentare, dass wir da eben auch im Detail drüber sprechen, weil ich glaube, das ist einfach super entscheidend. Ansonsten lasst uns in dieser Zeit weiter zusammenhalten, dass ihr eben auch, egal wie das Ganze jetzt sich auch weiterentwickeln wird, im Endeffekt noch möglichst positiv auf diese Wochen und Monate zurückschauen könnt. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an euch, wir beide sehen uns im nächsten Video, euer Leo.